Hier wird berichtet allerlei vom Schicksal des Herrn Robert Frey. Sein Augenlicht ist reduziert, weshalb, wenn er herumspaziert, er einen weißen Stock benützt, der ihn gut vor Gefahren schützt. Er selber ist nicht völlig blind, doch seine beiden Augen sind vor allem in der Dunkelheit zum scharfen Sehen nicht bereit, was kürzlich zu Problemen führte, die Robert Frey sehr schmerzlich spürte. Er wollte seiner alten Tante, die er als Schocki-Freundin kannte, zum Wiegenfeste Freude machen mit einem Päckli süßer Sachen. Seit kurzem wohnte diese Frau, das wusste Robert Frey genau, in einem hohen Häuserblock, zu oberst in dem 8. Stock. Robert ging in den Lift hinein und drückte, es wird schon richtig sein, im dunklen Aufzugskämmerlein den obersten Bedienungsknopf. Das sagte ihm sein kluger Kopf. Hey, wie der Lift nach oben fuhr, er brauchte 12 Sekunden nur, um Robert mit den süßen Dingen zur alten Tante hochzubringen. Nach dem Besuch fing aber dann die Abwärtsfahrt unglücklich an. Weil es im Lift sehr dunkel war, wusste unser Robert Frey nicht klar, auf welchen Knopf er drücken sollte, wenn er zum Ausgang fahren wollte. Die Knöpfe hatten alle nur, also von Deutlichkeit war keine Spur, ein graues Schildchen nebendran. Die winzig kleine Schrift daran war deshalb zu erkennen nicht im Liftkabinendämmerlicht. Drum ging's jetzt Robert durch den Kopf, ich drücke halt auf jenen Knopf, den man als untersten noch spürt und ganz gewiss zum Ausgang führt. Oh weh, das ist die falsche Taste, die Roberts Zeigefinger fasste. Alarm heißt sie. Auf deren Druck, der Lift steht still, macht keinen Ruck. Die Türe ist verriegelt fest, was unseren Robert zittern lässt. Er ist gefangen, inhaftiert, in enger Zelle einquartiert. Bleibt er wohl hier für Stunden drin? Schwer ist sein Herz und schwer sein Sinn. Die Angst plagt unseren armen Mann. Er ist wahrhaftig übel dran. Indessen schickt durchs ganze Haus der Lift Alarmschrecktöne aus. Ein Abwart kommt, Trepp aufgesprungen, vom Stockwerk 1, was seinen Lungen, bis er zu oberst angelangt, extrem viel Leistung abverlangt. Jetzt steht er endlich vor dem Lift, wo er schnell Hilfsmaßnahmen trifft. Er dreht den Schlüssel 1, 2, 3 und Robert Frey ist wieder frei. Doch bleibt nach seiner Haftentlassung die psychisch-physische Verfassung für lange Zeit recht instabil. Er zittert noch und schläft nicht viel. Und die Moral von der Geschichte, die folgt sogleich in dem Gedicht. Merkt's euch, ihr Architektenleute, was wir erzählen hier und heute. Beschilderungen aller Sorten, in Häusern drin und an den Pforten, sie müssen klar erkennbar sein. Um Himmels Willen nicht zu klein. In Liften braucht es Helligkeit und bei den Knöpfen Lesbarkeit, damit auch ja vermieden sei, was unserem armen Robert Frey passiert ist, als die Angst ihn schreckte, weil er im Liftgefängnis steckte. In Klammern wird so nebenbei noch kurz erwähnt, statt Robert Frey war es ein anderer Liftbenutzer, den auf Befehl der Datenschützer wir euch mit seinem echten Namen hier nicht verraten dürfen. Amen.